Willkommen zurück. Einrichtung, jetzt können wir Einrichtung bauen. Ach du Kacke. Deaktiviert das für das Tutorial. Was, wir sind immer noch im Tutorial. Einrichtung bauen, Aufzug. Offiziersschule, Dampf. Was? Okay, Alien-Sicherheitstrakt. Dieses Gebäude soll für eine Sicherung der gefangenen Aliens, damit du im Labor verwendest. Bau voraussichtlich Dauer 7 Tage, Projektkosten 5 Energie, 85 Credit. Natürlich die Wartungskosten für dieses Gebäude betragen 18 pro Monat. Ah. Danke, Commander. Ich melde mich, sobald die Einrichtung fertig ist. Dr. Ja. Wahlen möchte Sie sprechen, Commander. Zweifellos möchte sie Ihnen ihren Plan persönlich erklären. Freue ich mich. Commander in die Forschungslabore. Commander in die Forschungslabore. Ja. Grüß dich. Commander, sicher wurden Sie bereits über meine Anfrage unterrichtet. Ja. Mit Ihrer Erlaubnis können wir sofort mit der Forschung am Pulsbogen beginnen. Ja, was ist denn der Pulsbogen? Priorität. Pulsbogen. Projekt kosten 10 Waffenfragmente. Dank unserer neuen Erkenntnis über die Alien-Biologie können wir ein Gerät entwerfen, das außerirdische kampfunfähig macht, ohne sie zu töten. Wenn unsere Einsatzkräfte ein Alien lebendig gefangen nehmen könnten, würde uns ein Verhör vielleicht noch Informationen nehmen. Okay, dann machen wir das. Commander zur Einsatzleitung. Oh. Commander zur Einsatzleitung. Ja. Commander, wir empfangen Funksprüche, die auf UFO-Sichtungen in dem satellitenüberwachten Gebiet schließen lassen. Wir sollten schnellstmöglich damit beginnen, nach Kontakten zu scannen. Na gut. Anscheinend zahlt sich der neue Satellit aus. Wir empfangen Signale eines schnellen UFOs. Wenn wir einen Abfangjäger losschicken, können wir es vielleicht abschießen. Na dann, Abfangjäger starten. Raven 1, Raven 2. Wir hätten ja auf der Plattform. Boah, das ist cool. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Abfangeinsatz, Statusbericht. Abfangjäger hat das Ziel abgeschossen. Über Wochen meldet Bewegung der Aliens eine Abschussstelle. Abfangjäger wurde bei einem Zusammentreffen schwer beschädigt. Bericht verlassen. Zentrale, hier ist Voodoo 37. Bestätige Abschuss von Boogie 001. Ich wiederhole, das UFO ist abgestürzt. Verstanden? Verstanden, Voodoo 37. Gute Arbeit. Central out. Also gut, Leute. Ja! Rekalibriert Satellit Bravo und zeigt mir ein Bild der Absturzstelle. Sie kommt jetzt in Sicht, Sir. Auf den Schirm. Vergrößern. Es ist unbeschädigt. Commander, wir sollten sofort ein Angriffsteam zur Absturzstelle schicken. Wie ist es denn endlich abgestürzt, wenn es unbeschädigt ist? Gegenzug. Okay, dann UFO-Absturzstelle. Der Sniper ist noch krank, ne? Schade. Aber dann können wir ja unseren Dings hier mitnehmen, den ich vorhin schon, den Steve Johnson, den wollte ich vorhin schon mitnehmen. Alles klar. Strike One, bereit machen zur Landung. Jawohl. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Hoffentlich. Finden Sie das abgestürzte UFO, durchsuchen Sie das Gebiet nach überlebenden Aliens, machen Sie sie unschädlich. Vermeiden Sie möglichst weiteren Schaden am UFO. Einige Kommenden können die Entdeckung wert sein, das glaube ich auch. Brennt der Wald. Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Okay.
Die Absturzstelle scheint direkt dort vorne zu sein. Wir sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Schließlich wissen wir nicht, wie viele an Bord waren. Nähert euch vorsichtig dem Raumschiff und versucht es zu stürmen. Versucht es zu stürmen. Auch gut. Wir versuchen es. Mein Snapper ist natürlich nicht dabei, ne? Ärgert mich etwas. Kann ich hier drüben? Könnte ich da so? Kann ich bestimmt hin. Johansen ist. Kann. Okay, der kann da oben hin. Alien-Aktivität. Da kommen sie. Die Mongos sind aktiv. Erwischt. Sauber. Der war gut, der war richtig nice, der Schuss. Gefällt mir. Der brennt natürlich überall. Aber der wird ja ins Feuer rennen. Nehme ich an. Na, auf ihn schießt er. So, daneben, du kleines Missvieh. Das Raumschiff ist immer noch intakt und Teile davon sind durch eine Art Energiefeld geschützt. Wir müssen nach einer Lücke suchen. Lücke, alles klar. Wie ich hin. Bauen wir die Arschlöcher um! Da ist eine Lücke. Hier gibt es natürlich nicht so viel Deckung. Also die ist halt alles andere als toll. Alien-Aktivität. Oh, er geht da runter. Kleines Arschkind. Er macht einen Feldposten. Ja. Versucht sie zu beschießen. Er trifft auch noch. Halt Arsch, Mann. Haben wir ja mal fein erwischt. Sektomit gefallen. Was ist hier mit ihm? Wieso zieht er eigentlich nicht? Unsere Messwerte können nicht stimmen. Andernfalls. Ist das eine Lebensform aus fast reiner Energie? Um solch einen Aufprall bei dieser Geschwindigkeit zu überstehen, müssen die Materialien, aus denen die Hülle dieses Raumschiffs besteht, um ein Vielfaches widerstandsfähiger sein als alles, was wir kennen. Solche Daten, wie wir sie von dieser Kreatur empfangen, habe ich noch nie gesehen. Sie können das Ding immer noch untersuchen, wenn es tot ist, Doktor. Geben wir ihm den Rest. Freue ich mich ja. Das war knapp. Sozusagen.
Kann ich da. Kann ich schießen, oder? Doch. Jetzt mal versucht er. Wirklich? Warte. Was war das denn? Also wir können damit bis an die Ecke sporten und können dann immer noch schießen. Okay. Mission erfüllt. Ha! Unglaublich. Es scheint verschwunden zu sein. Freue ich mich jetzt nicht so, oder? Das war auch wieder so ein Energiewesen. Der ist 7 Tage lang verwundet. Aber das war ja. Doch, das war die Sturmschützen. Okay, Schredder-Raketen. Feuer und Raketen durch alle getroffenen Gegner, die nichts führen aus allen Quellen. Plus 33% mehr Schaden erleiden. Der Schaden der Rakete selbst ist geringer als normal. Deckungsfeuer schießt einen Spezialschuss ab, der einen Reflexschuss auf ein Einzelziel ermöglicht. Die Treffsicherheit ist jetzt okay. Das nehme ich mal. Yeti. Die hat auch Raketenstart bekommen. Okay. Schalenrüstung. Alien-Nerv-Computer. Wow, was haben wir denn gekriegt? 4 Sektoidleiten, 14 mal Elerium, 40 Alien-Legierungen, 6 Waffen verwendete UFO-Flugcomputer, UFO-Energiequelle beschädigt. Krass. Willkommen zurück, Commander. Jo. Ich wollte mit Ihnen über unsere derzeitige Abfangjägerflotte sprechen. Einige dieser Flugzeuge müssen in höchste Alarmbereitschaft versetzt werden. Wir brauchen sie, um jegliche eindringende Aliens abzufangen. Und dabei könnten wir hohe Verluste erleben. Ich sollte wohl auch erwähnen, dass selbst ein komplettes Geschwader von Abfangjägern nichts gegen unseren Feind ausrichten kann, wenn wir nicht wissen, wo er sich aufhält. Wir benötigen zusätzliche Satelliten, um außerirdische Raumschiffe sichten zu können. Schauen Sie in der Technikabteilung vorbei, wenn Sie weitere Satelliten bauen möchten. Auf Wiedersehen, Commander. Okay. Die XCOM Datenbank. Die XCOM Datenbank ist ein laufendes Archiv von Spielverlaufsinformationen und kann jederzeit über das Pausenmenü aufgerufen werden, okay? Aber jetzt haben wir freie Handlung, ja? Da möchte ich mal ins in die Forschung. Commander, ich verstehe, dass das Überleben unserer Truppen Priorität hat. Aber jedes Alien, das wir in die Luft sprengen, verringert die Chance, neue Artefakte zu bergen. Aber wir schießen die ja. Ein bisschen Raum haben wir hier oben noch. Aber wenn wir unsere Anlage wirklich vergrößern wollen, müssen wir unter der Basis graben. Aber je tiefer wir graben, desto teurer wird es leider auch. Wo ist denn das andere Labor eigentlich? Dann bauen wir noch ein Labor. Okay. Einrichtung bauen. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Okay, also Datenanzeigen. Die ist ja, also die ist für die Dings, Ding, 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 okay. Dann haben wir hier unseren Scharfschützen.
Der ist ja verletzt noch. Und die Sturmtante. Die. Achso. Warte mal, wir können ja mal. Der braucht ja jetzt hier keine. Die müsste ja. Die ist noch verwundet, noch 7 Tage lang. Der Scharfschütze kommt in 5 Tagen wieder, freue ich mich. Truppgröße. Auf 5 Soldaten. Man lernt schnell. Ihr Abschluss bringt 25 Mal kaufen. Okay. Hangar. Operatur noch 4 Tage braucht er. Angerkapazität einfach 4 monatlich. Okay. Wir haben ja einen in Asien. Anfangskosten monatlich. Okay, geht irgendwie nicht, keine Ahnung. Lage ich kann immer noch nicht glauben, dass Dr. Wallen von unseren Truppen erwartet, eins dieser Dinger hierher zu bringen. Und noch dazu lebend. Ja. Also dadurch, dass wir das da gemacht haben, ist in China die Bedrohung war zurückgegangen. Haben uns aus der Ferry gezogen. Das sind unsere Ziele, okay. Können wir nach Aktivitäten scannen. Pulsbogen fertig. Neues Forschungsprojekt. Pulsbogen. Okay, wir haben unsere Forschung, das ist übrigens Codename Funke. Wir haben unsere Forschung am Pulsbogen-Prototyp beendet und glauben, dass dieses Gerät jetzt bereit ist. Die Technikabteilung kann mit der Produktion beginnen. Die Funktionsweise basiert auf der Unterbrechung neurologischer Prozesse. Die Waffe sendet einen gebündelten elektromagnetischen Impuls aus, der Ziel in einen gewissen Umkreis wird und lähmt. Da dies unser erster Versuch auf dem Gebiet der nicht tödlichen Waffen mit Alien-Technologie ist, muss man Einsatz mit Sicherheit mit unerwarteten Ergebnissen rechnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige Aliens der Betäubung widerstehen können. In diesem Fall dürfte es helfen, den Gegner zuvor zu schwächen. Der Pulsbogen ist auch durch unsere derzeitige Technik der Energiespeicherung begrenzt. Mehr als 2 Schuss lassen sich nicht herausholen. Sollten im Gefecht gefangen gemacht werden, müssen diese in einem Alien-Sicherheitstrakt verwahrt werden. Ich empfehle dringend, ein solches Gebäude zu bauen, um versuchen, lebende Aliens zu fangen. Der Pulsbogen. Der Pulsbogen ist eine nicht tödliche Handfeuerwaffe, die Gegner betäuben soll. Er funktioniert offenbar am besten bei bereits geschwächten Gegnern. Benutzen die Option Baukauf, Gegenstände. Okay. Okay, jetzt haben wir hier. Dynamin-Autopsie. Sektoiden-Autopsie. Schalenrüstung. Enough Computer. Experimentelle Kriegsführung. 5 Tage schnell. Okay. Dann machen wir das mal. Ich stimme zu. Das scheint die dringendste unserer Forschungsoptionen zu sein. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Ich lasse Sie wissen, sobald der Bericht fertig ist. Ja. Fehlen. Technikabteilung. Pultbogen. Oh, wir haben nicht mehr genug Credits. Also müssen wir ja noch warten. Ruhe auf! Oh. Online. Neues Bauprojekt. Okay. Man wird doch immer zu unterbrochen hier. Mann.